Cheerio, meine lieben Fußballfreunde, willkommen zurück zu FIFA 19. Ja, wie ihr seht, haben wir ordentlich Kohle drauf bekommen. Bedeutet, wir haben hier ein nettes Budget von 5,4 Millionen. Vielleicht sogar gleich noch mehr, wenn Vargas uns verlässt. Und Vargas ist verkauft. Es gibt Interesse an Connolly von Leverkusen. Und Vargas verkauft eben, wie gesagt, für 1, wir kriegen 1,7 Millionen mal oben drauf. Und können jetzt sogar mal ein bisschen aktiver werden. So. Ich glaube, Connolly war nur noch hier drauf, weil wir ihn mal ausleihen wollten, ne? Ja, jetzt knicken. Lopez genauso. Und Brewster. Wir könnten natürlich jetzt noch einen neuen Stürmer gebrauchen, aber das finde ich ein bisschen teuer für Brewster. Massimilio Ferrari? Nein! Der ist schon gewechselt. Dass man nicht mal Bescheid bekommt, wisst ihr? Das ist so, warum? Ja, klar, 1 Euro. Björk, LA Galaxy. Wäre eine Maßnahme. 6 Millionen schon. Wäre aber auch nicht so schlecht nebenab. Aber nee, ich glaube nicht, dass die uns den geben. Ich werde es mal bei Björk jetzt versuchen. Wir versuchen mal Björk zu bekommen. Wäre aber auch erstmal ein guter Ersatz daneben ab. So, ich würde sagen, wir bieten ihnen 1 Million. Plus die üblichen 10%. 1,7 plus... andere... Sollen wir mal 1,3. Und ich höre wieder auf 10%. Verarschen. Ja, leck mich, Alter. Geht doch mal eben so auf 2,2 Millionen, weißt du? Penner, ey. Für Banku. Jetzt will ich mal jemanden unseren linken Mittelfeldspieler haben. Gut, Aston Villa. Da werde ich dann mal noch eine Schippe an Geld drauflegen, ne? Das hat 2,5 Millionen. Das freut mich. Ich kaufe den Keks. Ah, okay, jetzt kommen wir mal ein bisschen näher, wa? Okay. Machen wir 2,2 draus. Nö, gut, dann nicht. Bleibt Banku halt bei uns. Und das Training hier nochmal abhalten. Wenn Banku uns verletzt, haben wir zumindest ja zum Glück jemanden in der Fußballschule, der übernehmen kann. Dun, 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 dun. Für Biada, das kannst du vergessen, hey. Angebot ablehnen und Angebote blocken. Biada ist unverkäuflich. John Connolly. Ach, er war das. Nö, 57 ist ein bisschen wenig. Jugendmannschaft. Mit Green, ja, Tian ist so, ach, schade, hat eigentlich so viel Potenzial, aber ich nehme ihn trotzdem mit ins Profiteam. Horn nehmen wir jetzt auch mal mit rein, komm, die haben es sich absolut verdient. Richardson bleibt erstmal da und ja, du auch. Oh, Herbert Richter, wo ist Fanyard gegangen? Für Gibbons, okay. Ja, bitte. So, dann können wir jetzt mal ein bisschen umstellen wieder. Bei den guten Spielern, die wir jetzt gerade da bekommen haben. Tieren. Packen wir mal Azawi dann raus. Und Tieren kommt dann hier rein. Banku kann uns aber wahrscheinlich demnächst auch verlassen. Deswegen packe ich das mal so. Mal ein bisschen sortieren hier. So.
Horn. Hier für Kotal. Und Gibbons, weil Gibbons wird uns wahrscheinlich auch gleich verlassen. Deswegen, so. So, sollte da passen. Dam, dam, dam. Bevan ist jetzt vorne mit im Sturm. Das müssen wir definitiv dann nochmal ändern. So, ich simuliere das mal ein bisschen schnell durch. 1:0 gewonnen sogar. Damit wir hier vorankommen. Weil wir müssen ja noch ein Spiel machen heute. So. Dann seid ihr jetzt dran. Tian ist natürlich schade so ein bisschen. Dass er nicht so das tollste Potenzial hat, aber... Naja. Was soll man machen? Tanzangabe für Lollo von San Martin. Nehmen wir nochmal an. Dann können wir vielleicht sogar einen gleich einen unserer Stürmer aus der Fußballschule holen. Naja, war mir klar, das machst du, Mio. Gebensverkauf, monatliches Update. Lance Brown. Ja, komm mal mit rein. Und Owen Morgan. Nehmen wir auch mit rein. Was haben wir hier? Chao Chen. Auch mit reinnehmen. Dich nicht, sorry. Chi. Mit rein. Nein. Nein. Nö. Und nö. Rasmussen. Ja, Herbert Richter haben sie ja schon gesagt. Der ist jetzt bei Fenerot. Spieler entfernen. Mr. Vogel. Leider nicht. Weber können wir mit reinnehmen. Das ist den nicht. Nein. Nö. Oh, komm schon. Ja, auch mit rein. 600.000. Hervorragende Jugendarbeit. Dankeschön. Dominguez. Ist relativ gut. Ich werde den gleich mal kontaktieren. 65 Innenverteidigung. Sehr nicht. Doch nicht schlecht. Ach, schade. Portland Timbers waren dann schneller. Aber ich werde den, glaube ich, dann auch von der Liste entfernen. Ja. Mike Brennett. Leider nix. Tim Lippert. Ist der auch schon gewechselt? Ah, das war ja hier, genau, der aus Dingsbums. Schweinsteiger. Semprini. Genau, das war die Rossi, glaube ich, ne? Jordi Warmerdam. Das ist Ian Robin. Und Massimiliano Ferrari. Ist Buffon. Gianluca Buffon. Den lasse ich aber erstmal auf der Liste drin. Das ist Gianluca Buffon. So. Wo bist du denn? Da. Nein. Da. Kontaktieren. Dominguez. Holen wir uns Dominguez. Kann irgendwann auch ganz gut dann Rawlinson beerben. Auf jeden Fall mit der Punktzahl dürfte es eigentlich schon können, ne? Rotation. Das ist okay für ihn. Dann sagen wir mal, 5 Jahre bleibst du bei uns, Dominguez. Das möchte er auch. Er möchte keine Freigabesumme. Das finden wir super. Wir haben 7 Millionen schon wieder. Klar. So, sehr schön. Wir haben wieder 7 Millionen. Wollen wir bei Björk nochmal versuchen? Aber wir versuchen es nochmal bei Björk. Den. Ah! Zlatan Ibrahimovic Region. So, könnten wir uns jetzt bitte mal auf eine richtige Summe hier einigen? Ich gebe dir 1 Million plus 15%. So. Weißt du was? Ich streich das mal und dann kannst du deine 1,7 haben. Was? Oh, der nervt! Alter, dieser Penner von Dings nervt von LA Galaxy. Santoro wäre natürlich auch was. Wir haben 5, vielleicht kriegen wir ihn so für 5 Millionen, 4,5 oder so. Das wäre natürlich noch besser als Dominguez. Dann macht uns hier Summe 4,5 Millionen. Was ist das? Weiterverkaufs. Mist, ich wollte auf jeden Fall da 15% und dann 4,7? Ja, sehr schön. Sehr schön, wir kriegen vielleicht Santoro. Hallöchen, Schlüsselspieler, das dachte ich mir schon.
Teamrolle. 4, 5 Jahre. Das ist für ihn in Ordnung. Sehr schön. Übergehen wir mal. Wir werden keine 25 Spiele ohne Gegentore haben, aber bitte. Sehr schön. Oh, das wird ja richtig gut hier. Wallinson, tut mir echt leid, aber deine Zeit ist echt schon abgelaufen jetzt. Santoro kommt rein und Dominguez wird dann, glaube ich, immer auf Kotter reingehen. Achso, ja, wir müssen ja noch einen Ersatztorwart holen. Fällt mir jetzt gerade immer so spontan. Wir müssen ja aus unserer Jugendschule uns einen Torwart rausholen. So. Ich glaube, dann nehme ich dann Richardson raus, ne? Ja, Richardson. So, ins Profiteam übernehmen. Bam, bam, bam. Ersatzstürmer brauchen wir auch. Na, ach Mist. Ah. Ersatzstürmer bräuchten wir auch mal demnächst. So, sehr schön. So, wir können Netflix das simulieren wir mal. 0-0, okay. Und dann müssen wir das nächste nicht spielen, außer das ist Checkery Trophy. Nein, das ist der englische Liga-Pokal. Was ist denn Carabao? Das ist der Carabao Cup, ich wusste es doch. Das ist nämlich der nächste Pokal, den wir gewinnen müssen. Jetzt in der Championship. Gut, na dann, wollen wir mal, ne? Kann ich endlich auch mal mit Tian und Santoro selbst spielen. Da, 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 da. Ba, ba, ba. Leider nicht zu Hause, sondern ich bin an der Carroll Road. So. Thank you, Carroll Road. Enjoy the game. Gegen Norwich City. Schiepermann, Srebini. Schön, das Böhm. Da haben wir auch Santoro das erste Mal. War Santoro auch ein Regent gewesen? Das ist groß. Schön! Ah, ab! Dankeschön, Santoro wieder. So, und da haben wir wieder groß. Los, Laufsing. Zimmermann. Weißt du, da musst du groß laufen. Groß, der Rechtsverteidiger. Alter. This is the message for away supporters. At full time, can you please remain where you are and your coach will meet you outside the stand. Thank you. Sehr schön von Biada. Gut, Fing. Bevan, David Zimmermann. Der jetzt auch wieder einen auf Stürmer macht. Oh, schöner Hackentrick auf Bevan! Thompson, Ahrens. Ach, leck mich doch, ey. Wir haben wieder die gelbe hier, ohne Fragen. Penner! Nö. Zurück auf Baumann. Oh, das war... Biada, schön. Mit Zimmermann jetzt hier so ein bisschen
am Aufbröseln, damit sie hier durchkommen. Stiepermann, Schrebenny, ich weiß nicht, wie sie mir aussprechen muss. Marshall, Schrebenny, Thompson, Wildschatt, Wildschatt und Baumann. Ja, Runje ist da dran, Godfrey, wieder Stiepermann. Thompson, Schrebenny. Tschüss. So, bam. Müssen jetzt mal so ein bisschen nachlegen, Leute. Ein Tor brauchen wir schon. Zimmermann, schön auf. Ab. Ach. Wir müssen definitiv über die Seiten spielen. Horn hier zusammen mit Böhm. Böhms Pass war wieder zum Abgewöhnen. Stiepermann. Nö. Fernandes. Bruno Fernandes wechselt zu Sporting für 73 Millionen. Und Stiepermann. So. Tian. Schön auf Böhm. Und wieder Tian hier. Bevan schickt wieder Tian. Schön. Ach, lecker doch. Pam! Man merkt, nachdem Vargas weg ist, dass das Tempo so ein bisschen fehlt. Man merkt, so ein bisschen merkt man es doch. So. Deswegen, wenn ich Biala jetzt auch mal. Biala, sorry. Bevan rausholen. Und wir holen mal Azawi rein. Aber man. Thing. Ab, schön hier auf Biada. Und da ist Azawi! Muss man nichts zu sagen, ne? Schön hier, Biada, zack. Und paff. Ismael Azawi. Srebeni. Tschüss. So, Thompson geht jetzt auch raus. Irgendwie gibt es für die Gegner keine Plaketten hier irgendwie, wer da wo hingeht. Aber Tribal kommt raus. Tribal. Sehr schön. Groß. Zusammen singen hier jetzt. Tribal. Stiepermann. Also halt auch, muss man zugeben, von den Spielanteilen her ist die Führung noch ein bisschen unverdient. Nee. Huch.
Da hat der Falsche gegrätscht gerade gehabt. Schön Böhm. Das nächste Foul, Leute. Benny. Und wieder das Ende. Jetzt geht's mit Tian nach vorne. Nein. Holy Moly. War das knapp. Boah, Saui. So, jetzt hagelt es erstmal gelbe Karten. So. Auswechselt. McLean kommt für Godfrey und Banco kommt für Tian. Marshall hier. Was muss eigentlich jemand dafür drücken, dass mein Torwart auch mal so rauskommt, den Ball so nach vorne pfeffert? So, Böhm jetzt hier. Ich hätte leider keine Unterstützung von Banco, was mich wieder abnervt. Hallo Telefon, ja, jetzt nicht. So. Nein. Können wir jetzt nochmal auswechseln, glaube ich, ne? Ja, Biada raus und Palacios rein. So. Nö. Und auch Stiepermann geht raus und jemand anderes kommt rein. Sehen wir ja gleich. Morris kommt für Stiepermann. Stiepermann. Der Name kommt aber auch bekannt vor, muss ich ganz ehrlich zugeben. Stiepermann. Werde ich gleich mal nach der Aufnahme im Transfermarkt gucken. Sehr schön. Groß. Den Ball wieder verliert, aber ihn wieder sich holt. Sehr fein. Dann Singh. Den leider seine Kräfte verlassen. Und da gibt es nochmal einen schönen Elfmeter. Weil Husband, also der Ehemann, faulen musste. Hat der Ehemann gefoult hier. Hallo? Jan Fiete ab. Ah. Schade. Dann ebenso. Dann macht Singh das Kopf, das Tor mit dem Kopf. So. Ist Bescheid. Udanta Singh. Wunderschön. Und das war's. Eine Runde weiter im Carabao Cup. Sehr schön. Wie gesagt, der Carabao Cup ist das nächste, was wir gewinnen müssen. Deswegen spiele ich ihn. Wir müssen neue Leute reinnehmen, ne? Ich wollte gerade sagen, wie immer. Weber zum Beispiel. Weber ist neu. Chi war, glaube ich, auch neu gewesen. Und nochmal einen linken Mittelfeldspieler, toll. Shander Brown war auch Shen und Brown, ne?
Ich glaube, wir haben gerade so viele angenommen. Morgen ist nämlich auch neu. Nämlich Chao und Shenlong mit rein. Keine Ahnung, ob der jetzt richtig war hier. Ja. Gao, ja. Okay, gut, warte, richtig. Da muss man ja keine Gedanken machen. War alles richtig. So. Pop, pop, weiter simulieren. No, nochmal versuchen, Björk zu bekommen. Ich muss ein bisschen. Ach, 2 zu 1 verloren, leider. Ein bisschen vorspulen, damit wir nicht Ewigkeiten festhängen. So. So, jetzt haben wir aber alle neue, ne? Bergmann ist auch drin, Baumann. Bergmann, Baumann, Sebastian, Jannik, Baumann. Mal kurz gucken. Bergmann und Baumann. Ja, dann. Nee, das ist ein anderer Baumann. Hier ist Bergmann drin, aber Baumann hat noch keine. Okay. Da Weber ein Stürmer ist, packe ich ihn gleich noch mit rein. Chi packe ich dann auch noch mit rein hier. Schwer. Morgen kann man noch mit reinstecken. An ZOM, das ist sowieso gut. Innenverteidigung. Bergmann kann er auch ruhig mit rein. Und dann Baumann. So, echt so für Linke, das ist gut. Und 1,92 ist ja groß. Ist ja schön, ne? So, alles simulieren. Morgen ein Punkt mehr. Wunderbar. Today. Wie gesagt, wichtig für uns ist, die Klasse zu halten. Aus 3 Spielen 4 Punkte. Oh, jetzt verlieren wir 3:0, Alter. Wenn, da kommt man so richtig unter die Räder, ne? Jetzt sag nicht, danach kommt gleich nochmal Carabao Cup. Lass das bitte FA Cup sein oder so. Wieder 3:1 verloren. Alter! Nein, es ist schon wieder Carabao Cup. Ja, dann können wir leider Dings heute nicht beenden. Können wir heute leider die Transferphase nicht beenden. So. Dann werden wir jetzt aber einen Abschluss noch was machen. Und zwar versuchen wir ihn nochmal Björk zu holen. Mal gucken, wir haben nur 2,1 Millionen. Wir müssen also ein bisschen aufpassen. Deswegen biete ich jetzt wieder 1,5. Ja, von mir aus. Von mir aus. So, willkommen. Hallo Björk. Rotation. Der möchte aber wahrscheinlich wichtig sein. Ja. So, bitte. 4 Jahre. 5 Jahre. Gut. Ist das ein neuer Beratertyp da? Den kenne ich ja gar nicht. Habt ihr seinen Berater gesehen? Das ist so ein neuer Typ. So. Damit haben wir den alten Herrn jetzt auch mal bei uns. Haben wir jemanden neben Arpe? Neben Arpe. Banco zurück. Und dann kommt Björk da rein. Sehr schön. Ups. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, ich beende die Folge für heute. Ich werde dann mal die Trikotnummern ändern, werde so ein bisschen die Ligen durchsuchen nach jungen Spielern, die wir uns vielleicht mal holen können. Beziehungsweise die jetzt neu generiert sind. Wäre auf jeden Fall super, wenn ihr den Part bewerten könntet. Denkt auch an den roten Knopf der Porta Vesta. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao!